So, wir sind live gegangen. Ich begrüße die Sabine, wie angekündigt, zum zweiten Teil des Podcasts WOL und LernOS. Und passend zu unserer Insel in der LOSCON bist du ja auch auf der Insel oder nahe der Insel zumindest, ne, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Es ist eine Halbinsel, Ist aber eine Halbinsel. die schönste, die es gibt in Deutschland, sage ich jetzt mal. Verrätst du uns, wo ihr steckt Das ist und was uns nahe? Fischland-Darß, genau, ja, doch, doch, das Fischland-Darß, da gibt es den Weststrand. In unserem Dorf, in dem wir wohnen, in Ahrenshoop, gibt es den berühmten Weststrand, der gilt als einer der 25 schönsten Strände der Welt. Das sage ich immer nicht ganz ohne Stolz, weil das ist wirklich ein ganz besonderer und sehr unberührter Strand, an den man nicht mit dem Auto hinfahren kann. Und deswegen ist er natürlich ganz besonders wild und schön. Sehr Und schön, Grenz, das also freut uns. Und ganz schönes Eck Erde. auch toll, dass du dir ein paar Minuten Zeit noch vor dem Abendessen oder kurz nach dem Abendessen aus den Rippen leierst, um uns im Abendprogramm zu beglücken hier. Genau, Sehr gern. wir haben uns ja vorgenommen, den Teil 2 zu unserem Podcast zu machen. WOL und LernOS ist ja schon, glaube ich, 1,5 Jahre her mittlerweile. Ne? Wir hatten gedacht, wir machen den ein bisschen schneller, aber wie es im Leben so spielt, viele Sachen kommen dazwischen. Und besser spät als nie, denke ich. Ne? Ganz genau. So ist es. Wir haben uns vorneweg schon mal abgesprochen. Wir sind in einem Livestream. Also alle, die jetzt bei uns auf der Bühne zuhören, können dann auch über den Chat Fragen stellen. Ihr könnt uns auch gerne mal kurz reinschreiben, ob ihr uns gut seht und hört, ob das passt. No, und wir hatten gesagt, wir machen mal so ein kurzes Update. Also was ist seit der letzten Podcast-Episode, die wiederholen wir natürlich nicht komplett, alles passiert in der Working Out Loud-Domäne, in der LernOS-Domäne. Und dann wollen wir auch so ein bisschen nochmal über das Thema sprechen. Was sind so die Gemeinsamkeiten, soziales Lernen, was sind da vielleicht Probleme, Herausforderungen? Im Chat lese ich Ton und Bild, ist alles super. Also wir sind ready to go. Ja, worum wollen wir anfangen? Magst du erst mal ein bisschen erzählen seit 1,5 Jahren, was ist bei Working Out Loud alles passiert oder soll ich starten? Was ist dir lieber? Ich kann gerne mal loslegen. Und zwar, ich weiß gar nicht, welche Version wir vor 1,5 Jahren ungefähr hatten. Wahrscheinlich irgendwie so tatsächlich die 4.5 oder vielleicht auch die 5. Und inzwischen ist da inhaltlich sehr, sehr viel passiert, nämlich basierend auf den vielen Erfahrungen, die wir in Unternehmen gesammelt haben. Das ganze Thema Implementierung, professionelle Implementierung in Unternehmen hat so vor, ich würde mal sagen, 2 Jahren angefangen abzuheben, und seitdem machen wir eigentlich größere Programme in Organisationen, wo eigentlich schon mal 150, 200 Leute gleichzeitig gemeinsam loslegen. Damals natürlich noch face to face, kann mich erinnern, großer Kickoff bei der Uni Kredit, 150 Leute im Raum, die dann auch sofort losgelegt haben, und dann aber ganz, ganz viele Rückmeldungen der Praktiker, die dann gesagt haben, die ein oder andere Übung passt vielleicht nicht so. Wir haben ja einen bisweilen auch leicht amerikanisierten Ton in den Übungen, in den Geschichten, die erzählt werden. Und an der Stelle haben wir sehr viel getan. Und vielleicht, das möchte ich an der Stelle auch gern sagen, mit einem ganz, ganz starken Impuls aus der Deutschen Bahn. Da haben wir vor 1,5 Jahren mit einer Riesengruppe, nämlich mit 60, 70 Leuten zusammen im Rahmen von einem eintägigen Großgruppen-Event tatsächlich uns die Circles Guides nochmal vorgenommen und sehr, sehr gründlich in Kleingruppen wirklich Zeile für Zeile durchgearbeitet, und zu sagen, was ist denn eigentlich, sag mal, praktikabel für ein durchschnittliches deutsches Unternehmen, und wo ist es dann auch schwierig, die Geschichte, die Übung zu vermitteln und die Dinge dann auch radikal gestrichen. Das war auch eine Initiative, wo wir gleichzeitig für die Deutsche Bahn auch eine eigene Version gebaut haben. Heute haben wir Version 7, und die ist schon nochmal abweichend zu dem, was wir vor 2 Jahren gehabt haben, wie ich gerade beschrieben habe. Genau. Was würdest du, also ich kann da mal kurz erzählen, ich habe neulich mal so eine Tabelle versucht zu machen, wo ich versucht habe, mal so gegenüberzustellen, was sich so von außen offensichtlich geändert hat. Ne? Bei mir so, ich bleibe immer auf so Dokumenten dann erstmal hängen. Ich habe dann so ein PDF, wo ich irgendwie Notizen drin habe oder in Papierversion Knicke drin habe. Also gehe nicht jede Version mit. Ich habe wahrgenommen, in der Fünfer kam zum einen mal, wurden die Ressourcen ausgelagert, dass die Links, um sie aktuell zu halten, auf ich glaube, workingoutloud.com/resources jetzt sind, ne, stehen. Dann war viel Designänderung auch und so
Weißflächen, wo man sozusagen gleich reinschreiben kann, ist mir gekommen. Sechser habe ich mich gar nicht viel mit beschäftigt und Siebener geht jetzt, glaube ich, in Richtung von so einem interaktiven Buch zum Durchblättern, was ich gesehen habe, ne? Genau, Aber also die großen inhaltlichen Änderungen, die waren wirklich von der 5 zur 6. Das war einmal eine komplette nochmal händische Übersetzungsarbeit von Alexander und mir. Und da war sehr, sehr viel zu tun, weil gleichzeitig auch sehr viel inhaltliche Änderung war. Geschichten, die rausgekommen sind, Geschichten, die dazugekommen sind, Geschichten, die sehr, sehr schwer zu übersetzen waren und die wir deswegen dann in der deutschen Version auch dem John nahegelegt haben, so nicht zu erzählen, weil bestimmte Dinge kannst du eben aufgrund des unterschiedlichen kulturellen Duktus nicht eindeutschen aus dem Amerikanischen. Also inhaltlich die große Änderung von der 5 zur 6 und die 6 zur 7 im Schwerpunkt jetzt die Überarbeitung hin zu einem Workbook, zu einem virtuellen Workbook, das es übrigens auch in Papier gibt, was immer unser großer Wunsch war, was wir schon seit Jahren eigentlich uns gefordert haben. Also eine haptisch ansprechende Grundlage und zum Reinarbeiten, sowohl virtuell als auch in Papier und damit verbunden, und das ist ja für uns dann sicher auch später nochmal ein Thema, nochmal ein bisschen eine klarere Kontur um das Thema Lizenz. Und der Lukas hatte mir damals das Buch, glaube ich, in Papier mal geschickt. Da stand jetzt aber, glaube ich, gar nicht so genau Version 7 drauf oder ich habe es nicht entdeckt. Aber das, was in dem Flipbook in der Working Out Loud Community ist und das Buch in Papier ist sozusagen vom Inhalt identisch, nur einmal Ganz genau. elektronisch. Okay, verstehe. Ganz genau. Da gibt es jetzt keine große Abweichung. Und sonst hat sich ja auch viel getan. Also zum einen mal auch andere Lernreisen, also ich kriege von Healthcare immer mal wieder was mit, Lukas mit Achtsamkeitsthema. Die Community selber ist neu, ne, wo es früher eine Genau, genau. LinkedIn-Gruppe gab, gibt es jetzt eine Online-Community auch. Genau, das gibt das Mighty Network und auf dem Mighty Network passiert auch sehr, sehr viel, was Angebote angeht für Individuen zum Beispiel mit verschiedenen Geschmäckern, wenn du so willst. Also das Vol-M ist ja ein ganz eigenes Programm, das ich selber übrigens gerade auch in der Pilotierung durchlaufe, was mir sehr, sehr gut gefällt. Es dauert 8 Wochen, was auch nochmal das wirklich einen deutlichen Unterschied macht. Und es hat mal vielleicht einzelne von unseren Zuschauern, Zuhörern jetzt, die kennen vielleicht noch zwischendrin mal den Versuch mit einem Woll-Self-Care. Das habe ich auch mit pilotiert. Und das war, also ich sage jetzt mal, eine sehr, sehr sperrige und komplexe Angelegenheit. Und da ist das Woll-M jetzt nochmal deutlich leichtgängiger, obgleich ich da schon auch jetzt in der Pilotierung einige Punkte sehe, wo wir sagen, ah, da müssen wir noch ein bisschen runter und besser werden. Und das zeichnet ja im Prinzip diese Community auch aus. Dann gab es ein klassisches Woll, und das, glaube ich, haben ganz, ganz viele mitbekommen, das aber angereichert wurde um Videosequenzen, um Textsequenzen, nämlich dann, dass sich an Frauen richtete, gar nicht so sehr im Unternehmenskontext, sondern individuell, das sehr, sehr erfolgreich war, also wirklich da an der Stelle wirklich so ein bisschen den Nagel auf den Kopf getroffen hat, was jetzt auch im Herbst wiederholt wird, was aber eben ein klassisches Woll-Programm ist, was aber halt einfach eine sehr, sehr dezidierte Zielgruppe hat. Genau. Und es war auch sehr, sehr sichtbar, dieses Woll-Frauenstärken-Programm, ne, was ja Genau. mit über 3000 teilnehmenden Menschen ja ziemlich massiv war, ne? Also das fand ich Ganz sehr genau. beeindruckend. Ja. Ganz genau. Und da gab es eben auch eigene Plattformen dafür, also Lernplattformen, die unterstützt haben, da zusammenzukommen. Die stehen jetzt nicht mehr zur Verfügung. Also auch das nächste Woll-Frauenstärken-Programm, es wird wieder eins geben, wird auch auf Mighty Networks ziehen. Und tatsächlich machen wir da auch unsere ersten Gehversuche und sind mit manchen Sachen sehr, sehr glücklich von der Haptik und von der Einfachheit der Plattform. Und bei anderen Sachen muss man sich schon nochmal ganz schön auch rein Fräsen, um dass es da auch wirklich leicht und schnell funktioniert.
Ja, Genau. sehr schön. Das war ja, glaube ich, LinkedIn als Heimat und Blinkit als Plattform für den Content oder so, ne? Ganz genau, ganz genau. Und das zieht da jetzt alles um, wie gesagt, mit verschiedensten Angeboten, wo man auch so, genau, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, weil die Frage wird ja auch ganz oft gestellt, wo ist denn eigentlich der Circle Finder hin? Also zu unserem ganz großen Bedauern und Leidwesen mussten wir den Circle Finder abschalten oder John musste ihn abschalten. Also es gibt halt mittlerweile, das kennen auch viele unserer jetzt Zuhörer, Zuschauer aus dem eigenen Unternehmen, es gibt halt viele Wendungen und Windungen im Rahmen der DGSVO, die bestimmte Dinge auch sehr, sehr stark erschweren oder fast unmöglich machen. Und da gab es halt bei dem Circle Finder das ein oder andere Problem, wo wir gesagt haben, oh, das kriegen wir momentan überhaupt nicht kontrolliert. Da ist es dann vielleicht erstmal besser, die Maschine abzuschalten. Gleichwohl, wir wissen, dass das für manche Leute sehr, sehr schmerzhaft ist, weil es halt immer ein toller Kontakthof war, um Mitstreiter zu finden. Ja, und es war ja damals vom Leonid programmiert, ne? Es ist halt auch wieder eine eigene Software, die du betreiben musst und wo du dich drum Genau. kümmern musst, ne? Was natürlich auch Zeit und Ressource bindet. Wir haben ja bei uns in der Connect-Plattform auch so einen Circle Finder, der halt eigentlich eher in so einem Diskussionsthread abgebildet ist. Viele Unternehmen machen das, glaube ich, einfach mit so Wiki-Seiten. Also ich glaube, da ist man noch nicht am Ende der Fahnenstange, was so dieses Circle-Matching angeht, ne? Ich habe da auch noch kein so richtig gutes Tool gefunden, wie das geht. Ja, in den Unternehmen machen wir das natürlich immer manuell, weil wir da ja manchmal auch oder ganz oft eigentlich ja auch eine Agenda verfolgen, wie wir Leute mischen wollen, nämlich genau nicht so, wie sie eigentlich sonst eh im Team zusammensitzen. Und da funktioniert das ganz prima, aber in der freien Wildbahn ist es nicht so ganz einfach. Aber da kommen wir gleich mal zu einer Frage, weil du das gerade gesagt hast, ihr habt den Circle Finder auch. Und mir fällt so ein bisschen mit Schreck und schlechtem Gewissen ein. Es gab ja auch noch die Gemma-Gruppe. Da habe ich jetzt schon lange nicht mehr reingeguckt. Ist Puh. die eigentlich noch aktiv? Also soweit ich weiß nicht. Es gab ja Anfang letzten Jahres nochmal so einen Auftakt von dem Jochen Adler. Ne? Es war ja nach diesem ersten deutschsprachigen WOL-Treffen, waren ja der Ragnar und der Jochen da so die Treiber dahinter. Und der Jochen hat meines Wissens nachher irgendwann die workingoutloud.de Domain mal an den John gegeben und hatte dann Anfang letzten Jahres nochmal zu so einem Call eingeladen, was jetzt sozusagen ist mit dieser deutschsprachigen Community-Plattform. Und da gab es aber auch nie ein Follow-up. Also ich hab die Jammer-Gruppe nicht mehr auf dem Schirm und auch seitdem keine Aktivität mehr wahrgenommen. Ich glaube, der Jochen ist auch nicht mehr bei OpenText, habe ich neulich auf LinkedIn gesehen. Also vielleicht hat sich auch sein inhaltlicher Schwerpunkt da ein bisschen geändert, aber da bin ich überfragt. Falls der Ragnar im Livestream zuhört und was weiß, gerne da mal posten. Sehr gut, genau. Den Twitter-Account gibt es, glaube ich, noch. Den hatte immer der Ragnar und der Jochen. Also da ist ab und zu mal, sieht man, wird irgendwas geretweetet und da ist meine Vermutung immer, dass das von Ragnar dann kommt. Aber weiß ich auch nicht sicher. Genau, aber da sind wir dann eigentlich fast schon auch noch mal mit dem Scheinwerfer jetzt auf Lernos. Was hat Genau. sich denn getan die Was hat letzten sich getan? anderthalb Ja, Jahre? genau, wir haben damals, ich weiß jetzt gar nicht mehr, über welche Version wir da gesprochen haben. Das weißt du wahrscheinlich auch nicht mehr, ne? Also das war noch ganz in den Anfängen, das war schon klar. Also ich glaube, das war so die zweite Version. Das begann dann irgendwann mal die Abweichung der Übungen. Ja. Aber so, und jetzt habe ich nur im letzten Moment gehört, glaube ich, auch im Gespräch mit dir, dass das jetzt noch 10 Übungen sind. Bei Woll sind es ja immer noch 30. Da vielleicht wäre es natürlich jetzt nochmal spannend. Ja, Auch genau. was bewogen hat dazu, das vielleicht auch so runter zu streamen auf die 10 Übungen. Also ich kann ja nochmal, vielleicht sind ja auch jetzt bei den Live-Zuhörern welche dabei, die Geschichte da noch nicht haben. Ich mache mal so einen kurzen Abriss. Wir hatten ja, ich hatte ursprünglich diese Materialien, die wir hatten, den Canvas und so, eigentlich unter diesem Label Woll Plus, also so im Sinne von Ergänzung zu dem Woll Circle Guide gesehen. Und John hatte sich da ja irgendwann mal gemeldet und gemeint, ah, das wäre nicht so gut, wenn da sozusagen Woll im Namen auftaucht. Und dann zog sich das so über ein halbes Jahr hin und haben wir gesprochen. Und dann hat er gesagt, er fände das besser, wenn wir diesen Canvas eher in Richtung unserer Benennungen bringen, ne, und den vielleicht LernOS Canvas nennen. Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe ihm auch gesagt, wir haben ja auch versucht, so OKRs zum Beispiel einzubauen, was die Zielfindung angeht. Ne. Dann müsste ich halt quasi den Guide, so wie er damals war, die Teile, die wir brauchen, einmal reimplementieren, würde man in Software sagen, also neu schreiben quasi, um da sozusagen die Inhalte reinzubringen.
Und da war die Version 1 war tatsächlich ein Rewrite der 31 Übungen aus dem Wollguide. Allerdings würde ich sagen, mit der Einschränkung, dass sie eher so anleitungsmäßig waren, ohne die ganze emotionale Schiene, also die ganze Storytelling-Schiene und so weiter. Das war da alles nicht drin. Und ich hatte damals, ich weiß gar nicht, da ich glaube ich 9 Volt Circle hinter mir und hatte immer mal so ein OneNote mitgeschrieben. Auf der einen Seite immer Zeitknappheit. Also wir haben das nie geschafft, wenn wir wirklich nur eine Stunde hatten pro Woche, alle Übungen zu machen, sodass wir zufrieden waren. Und auf der anderen Seite hatte ich auch das Gefühl, dass einige Übungen dabei waren, die ich selber nie gemacht habe oder mal probiert habe und mir nichts gebracht haben. Also ich hatte so eine Idee, was könnte ich weglassen, ohne von der Woll-Idee, so wie ich sie verstehe, etwas zu verlieren. Das habe ich dann versucht zu validieren. Also ich habe so eine Umfrage gemacht von allen Leuten, wo ich wusste, dass die mindestens ein Woll-Circle schon mal hinter sich haben und habe die mal so bewerten lassen, einfach mit einem Formular. Was sind die Übungen, die ihnen am meisten gebracht haben? Was sind Übungen, die man weglassen könnte? Auf was darf man auf keinen Fall verzichten? Und da hat sich so das Bauchgefühl ein bisschen bestätigt. Da kam so eine recht klare Top 10 raus. Ne? Und dadurch, dass wir in LernOS bei den Sprints immer 13 Wochen haben, also wir haben quasi immer ein Sprint Planning und eine Sprint Retro, das ist Woche 0 und 12. Und dazwischen quasi 11 Wochen, ne, haben wir das dann in der Version 1.1 runtergestrippt auf 11 Übungen, ne, die Katas heißen. Und dann kamen in der nächsten Version eben auch aus den anderen beiden Methoden, aus Objective and Key Results und Getting Things Done, weitere Lernpfade dazu im gleichen Muster, ne, die auch sozusagen immer Woche 0, 12 und dazwischen quasi 11 Übungen haben. Ne, und das hat sich dann quasi verfeinert bis zu einer Version 1.7, die ist Dezember letzten Jahres gewesen. Und jetzt zur LernOS-Con, also gestern ganz brandneu kam die 2.0 raus, wo wir auch, also auf der einen Seite das Grundlagenkapitel mal komplett überarbeitet haben. Das leitet sich jetzt viel mehr aus diesem Aspekt Entwicklung zur Wissensgesellschaft, lebenslanges Lernen, kontinuierliche Wissensarbeit her, ne, und leitet dann über so einen vorgeschlagenen Arbeitsworkflow quasi auf diese drei Lernpfade. Und um da auch Verwechslungen zu vermeiden und auch viele Leute, die jetzt nicht so in unserer Bubble sind, haben mit diesen Akronymen Schwierigkeiten, ne? Die tropfen da ab, wenn sie OKR hören zum Beispiel, haben wir die umbenannt in die Eigenschaften, die wir den Lernpfaden vorher schon zugeschrieben hatten. Also der Getting Things Done Lernpfad zum Beispiel hatte als Eigenschaften in so einer Berggrafik produktiv und stressfrei. Ne, und der heißt jetzt Lernpfad, Produktivität und Stressfreiheit. Ne, und der OKR heißt Fokussierung und Zielorientierung. Und das, was vorher der WOL-Lernpfad war, das heißt jetzt Lernpfad, Offenheit und Vernetzung. Und da wollen wir auch immer mehr, ist jetzt mit den ersten drei Katas, die sind jetzt schon ausgewechselt, also 3 von 11, auch diese, ich hatte letztes Jahr mal so eine Session gemacht, WOL Back to the Roots. Also das, was so in diesen ganz ursprünglichen Quellen drin war, Glyn Moody, Jim McGee, Bryce Williams, also diese O-Work, Observable Work, ne, die Problematik, wenn Wissensarbeit digital wird, wird sie unsichtbar. Wie kann ich sie sichtbar machen? Durch Blogs, durch Wikis, wie kann ich darüber erzählen? Das reinzubringen, stärker noch. Ne? Also so dieses, Leute kriegen ihre eigenen Blog, überlegen sich, unter welcher Lizenz steht mein Blog, überlegen sich, solchen Podcast starten, um über meine Arbeit zu erzählen. Und das dann immer in den Facetten intern und extern. Also das haben wir jetzt auch relativ stark versucht rauszuarbeiten, dass die Fallbeispiele nicht alle LinkedIn und Twitter sind, sondern es gibt jetzt zum Beispiel so eine eigene Office 365 Edition, wo man sagt, Getting Things Done, wie kriege ich das abgebildet auf ein Office oder Microsoft 365 Universum. Ne? Und dann kann man es eben für Microsoft 365 Adoption zum Beispiel verwenden. Also das wäre so in a nutshell, was diesen LernOS für dich Leitfaden angeht. Ne? Wir haben ja bei uns diese drei Ebenen mit Individuen, Teams und Organisation. Teams kommt wahrscheinlich jetzt die erste Version, habe ich heute früh darüber erzählt, im Herbst diesen Jahres. Und LernOS für Organisationen haben wir jetzt die Version 0.7. Also da ist so der Ansatz, wie kann ich strukturiert mit einer interdisziplinären Gruppe von Leuten diesen Nordstern Lern der Organisation platzieren. Das setzt im Wesentlichen auf Dual Operating System von Kotter und Open Space Agility von dem Daniel Messick auf. Also das hat eigentlich mit dieser individuellen Ebene, mit GDD und Woll und so nichts zu tun. Wie implementieren Unternehmen das Thema Lernaus? Wie kommt das in die Welt? Also im Augenblick ist das ja
eine unheimlich gute Compilation von Methoden, Gedanken, Ansätzen. Wie kommen die ins Unternehmen rein? Oder ist das Unternehmen überhaupt eine Zielgruppe oder ist es dann eher das Individuum? Nee, ist schon das Unternehmen. Also heute früh war jetzt zum Beispiel, oder was heißt heute früh? Heute Nachmittag war ein Vortrag von dem Christian von der DATEV, ne, die quasi den Open Space Prozess verwenden, Open Space DATEV, um darüber Experimente zu fahren. Also da gibt es dreimal im Jahr gibt's das DATEV DigiCamp, quasi ein Event, ne, wo man das sich dann überlegt, was sind die Experimente, die ich in der nächsten Iteration mache. Die sind halt in einem 4-Monatstakt, nicht 3-Monatstakt. Ne? Und dann laufen da 10, 12, 14 Experimente. Und die werden dann halt von, in dem Fall jetzt Christian ist Leiter von der Change and Transition Team, also quasi von so Organisationsentwicklung zum Beispiel betrieben. Ne? Wir haben aber auch Fälle, wo Organisationen sagen, wir wollen das Thema Podcasting in die Organisation bringen, weil wir vielleicht gerade Microsoft Stream einführen. Ne? Und die picken sich dann den Podcasting-Leitfaden raus und machen da vielleicht auch gar nicht Circles zu, sondern machen eintägige Workshops, wo sie Leuten das Podcasten mit beibringen. Ne, da haben wir Und aber auch, das, also, ja, wollte ich mach. sagen, das wuppen die ganz alleine oder unterstützt ihr dabei, reinzufinden in die Denkweise und in die Aktivitäten? Also bei uns ist ja so, die ganze LernOS-Idee kam ja aus unseren Strategietagen 2016, wo wir gesagt haben, wir wollen mal versuchen, das ganze Know-how aus so 340 plus Wissensmanagement-Projekten seit 2001 zu bündeln in diesen drei Leitfäden. Ja, das heißt, diese ganzen Ideen mit Guiding Coalition und Barcamps machen und so, das kommt ja aus Projekten, die wir halt mit Audi, mit Adidas, mit Bosch, mit Siemens und so ohnehin machen. No, und wir haben jetzt quasi so einen 20% Ansatz. Also wir nutzen unsere Freitage, um daran zu arbeiten. Und den Rest der Zeit, also ich bin im Moment 2,5 Tage bei Siemens Healthineers und 1,5 Tage noch woanders. Also wir haben da im Moment überhaupt keinen Fokus drauf, da irgendwie es anzubieten, das selber zu begleiten, weil wir die Zeit gar nicht haben. Wir kriegen das immer mit. Wir merken auch über so Veranstaltungen, dass Leute sich das wünschen. Also da werden zum Beispiel mal so Templates gemacht, wie kann ich so eine Intranet-Seite, ne, die ich dann in eine SharePoint-Online-Seite importiere, wo dann mal dargestellt ist, was ist eigentlich LernOS, wie könnte man eine Yammer-Community aufbauen, dass die eine Anlaufstelle ist, wie könnten die Leitfäden dort abgebildet sein, wie könnten die Lernpfade in Microsoft Viva wieder gespiegelt sein. Also da kümmern wir uns schon drum. Aber jetzt so, wie ihr das macht mit so einem richtig Angebot, ne? Dass man sagt, man nimmt sich jetzt einen Konzern und begleitet den über x Monate oder so. Das machen wir aktuell gar nicht, weil wir die Zeit nicht dafür haben. Ja, ich fand es sehr anspruchsvoll, was du gerade umrissen hast. Und das ist mir schon immer wieder aufgefallen, zumindest beim Daumenkino-Lerner, so tief stecke ich halt nicht drin, dass ich finde, dass es ein ziemliches Brett ist und ich mich natürlich an der Stelle frage, wer in der Organisation eigentlich, sagen wir, die Kapazität und die Ressourcen hat, sowas auch auf einer großen Breite zu implementieren. Weil in den allerwenigsten Organisationen hat man Laboratorien, also vergleichbar mit der DATEV, wo man sagt, da probieren wir halt mal verschiedene Sachen aus, sondern da geht es halt echt, da geht es um den Ernstfall. Wenn ich bei der Uni Kredit 150 Leute irgendwie einen halben Tag von der Arbeit abhalte, dann muss das sitzen, ja, Ja, dann muss klar. es, sonst Klar. fliege ich, da gleich wieder raus. Ne? Und deswegen ist auch das ganze Thema proven, vielleicht auch Experten proven von entsprechenden lernprofessionellen Leuten für uns immer ein ganz, ganz wichtiges Thema, damit die Sachen, die wir dann im Unternehmen machen, eben auch wirklich beim ersten Mal zünden, weil du weißt ja selber, wenn man, also gerade bei solchen Großgruppengeschichten, wenn man da ein Thema verbrennt, dann ist da gibt es nur eine Tür, durch die ich durchgehen kann. Ne? Deswegen, Ja, also ich ja. denke auch, ich meine, du sagst, es ist komplex, anspruchsvoll. Ich glaube, LernOS steht da, wo vielleicht Linux vor 20 Jahren oder so stand. Ne? Wenn man das installieren wollte, hat einem jemand 10 Disketten in die Hand gedrückt und überhaupt keine Anleitung. Und man musste sich da irgendwie durchbeißen. Ne? Ich glaube, so ist das im Moment. Auch die Webseite, das ist alles noch nicht anwenderfreundlich, wenn man es mal so formulieren will. Ne? Dementsprechend glaube ich,
in der Community sind eher Leute, die zumindest in einem der Themen schon recht erfahren sind, also eher so Fortgeschrittene. Ne? Das sind wenige, die, was weiß ich, vielleicht 2020 das erste Mal Twitter gesehen haben oder noch nie einen Wiki geschrieben haben oder keinen eigenen Blog haben. Ne? Das sind Leute, die seit 15 Jahren GDD praktizieren und das jetzt mit OKR kombinieren. Ne? Ich glaube, das ist Okay. nicht nichts um. Ja, jetzt so ein breiten Programm. Wir haben auch mal mit so Volkshochschulen experimentiert, ne? Wo du schon merkst, dass du da an einer ganz anderen Stelle ansetzen musst. Ne? Bei allen Themen, egal ob es jetzt agile Arbeit oder digitale Arbeit ist, wo so Sachen wie Lean oder Produktivität nicht als Voraussetzung gibt. Also das ist wahrscheinlich im Moment noch nicht Zielgruppe oder schwierig für die Zielgruppe da reinzukommen. Ja, das finde ich eben gerade nochmal ganz interessant, weil meine oder unsere Auftraggeber oder die Leute, die uns ansprechen, sind in der Regel die Learning-Kollegen in der Organisation und die haben meistens ein ganz gutes Gefühl für pädagogische oder didaktische Fragestellungen, kennen ihre Hauskultur sehr, sehr gut, aber da ist in der Regel die Ressource gar nicht da, um sich tatsächlich auch reinzufräsen in so eine Systematik. Und das macht, also wir bauen ja im Prinzip die Implementierung auch so auf, dass wir sagen, von euch ist jemand immer dabei, der dann nach dem wir das einmal durchexerziert haben, übernehmen kann. Also das ist schon auch bei Working Out Loud ein bewusster Ansatz, die Leute eben nicht an die Nadel zu hängen, sondern das ist unser Verständnis von sozialem Lernen. Und ich glaube, da sind wir ganz dicht beieinander. Simon ist ja auch, dass Organisationen irgendwann in die Lage kommen, aus eigener Kraft heraus die Dinge dann weiter voranzubringen. Aber es ist halt doch interessant, dazu ist das Thema soziales Lernen offenkundig noch zu jung. Ich habe, glaube ich, beim letzten Mal erzählt, ich habe zum ersten Mal in einem Buch von der Jane Hart, und die Bücher von der Jane Hart, die sind ja noch nicht mal offiziell verlegt, also die muss man sich ja irgendwie von ihr drucken lassen, 2012 eigentlich in die Tiefe zum Thema soziales Lernen gelesen. Da hat sie im Übrigen auch schon John Stepper zitiert und dann halt der Harold Yerkes das so ein bisschen fortgesetzt. Da gab es die Jahrbücher dann irgendwie 2012, 2013, 2014, aber da hatte noch keiner eine Vorstellung, wie das wirklich funktionieren soll. Und ich kam ja aus der Akademie und habe immer gedacht, wie funktioniert das, wenn die Leute bei uns kein Training mehr bestellen? Aber eigentlich ist das geil, deswegen hat mich das Thema ja auch schon sehr, sehr früh interessiert. Aber wir merken jetzt 2021, dass die Vorstellung, die Umsetzung, also das ist immer noch keine Selbstverständlichkeit, dass man sowas in eine Organisation reinträgt und die Leute dann irgendwie losmarschieren oder sich als Nein. Graswurzel irgendwo annehmen. Genau. Und das ist auch okay. Also das ist, glaube ich, auch ein Lernprozess auf dem Weg zur lernenden Ich Organisation. glaube, das darf einen auch nicht verwundern, weil wir ja eigentlich mit den Managementansätzen der letzten 100 Jahre eigentlich mehr Fremdorganisationen kultiviert haben. Ne? Also Genau. so, mach nicht Sachen, die dich nichts angehen. Natürlich auch wahnsinnig optimiert haben. Also es gibt auch ganz wenig Leute, die mal 2, 3 Stunden die Woche Zeit haben, wo sie einfach selber was machen können. Ne? Und ich glaube, das sind diese Arbeitsverdichtung ist auch was, was eher noch mehr passieren wird. Ne? Also wir haben, ich glaube, Richtig. hier in Deutschland 2028 den Peak demografischer Wandel. Also das heißt, da gehen viele, viele Leute in Ruhestand, kombiniert mit Fachkräftemangel. Es kommt sehr wenig nach. Ne? Und das heißt, am Ende ja, es müssen immer weniger Leute immer mehr Arbeit tun. Das heißt, diese Freiräume werden eher weniger. Und da glaube ich, wenn wir nicht dran arbeiten, Leute auch produktiver zu machen, sozusagen, so das Thema Selbstrationalisierung, werden wir da auch viele in Erschöpfung fahren. Also wo wir Ja. vor den letzten 100 Jahren halt viel mit physischem Verschleiß zu tun hatten, haben wir halt jetzt den psychischen Verschleiß. Ne? Das Stress, stimmt, ja. Burnout, Leute müssen Medikamente nehmen, um auf die Arbeit zu gehen, all solche Sachen, ne? Was sicher nicht qualitativ hochwertige Arbeit ist. Nee, das kann man nicht sagen. Wir haben in diesem verrückten Krisenjahr, das gerade hinter uns liegt und wo wir noch gerade so ein bisschen drinstecken, unsere Working Out Loud Implementierung umformatiert auf, also wir hatten das im Ansatz schon immer drin, dass wir die Themen, die in dem Zirkel drankommen, dass wir die dann auch vertiefen in diesen vier Touchpoints, mit denen wir die Unternehmen jeweils begleiten, und haben das aber nochmal sehr, sehr viel deutlicher auf das Thema auch Arbeiten im virtuellen Raum fokussiert, weil nachdem
ich das Thema virtuelles Arbeiten, zeitortsunabhängiges Arbeiten 10 Jahre selbst gepriesen habe und auch immer die Preisungen gehört habe, haben wir, glaube ich, mittlerweile schon auch begriffen, dass eine gewisse soziale, technologische, wie auch immer geartete Isolation eben nicht nur die Leute Juhu schreien lässt. Und mit dieser Problematik haben wir dann eben auch noch mal ganz, ganz stark gearbeitet. Wie überwinden wir eigentlich diese verschiedenen Isolationserfahrungen? Weil auch das ist ja ein Element von Vernetzung auf der einen Seite, ermöglicht Vernetzung ja genau das. Und auf der anderen Seite merken wir, glaube ich, auch gerade alle, dass alleine die Isolation auch eine Erschöpfungserfahrung ist, wo wir eigentlich auch nur in der Auseinandersetzung mit uns selber, also auch wieder Arbeitsmethodik, ihr macht GTD, wir fokussieren sehr viel auf den Cal Newport, auf Deep Work zum Beispiel, aber klauen uns auch bei sowas wie digitale Erschöpfung mal Methoden und Möglichkeiten, um die Menschen eigentlich zu erinnern dran, sich selber auch mal die Atempausen zu nehmen, weil das kriegen wir sonst alle nicht mehr gut hin. Was ich, aber das ist wahrscheinlich nochmal ein eigener Podcast, jetzt spannend fand, gerade bei dem, was du erzählt hast. Bei uns hat es, glaube ich, 10 Jahre gedauert, bis wir überhaupt mit der ersten L&D-Abteilung mal zu tun hatten. Also wir haben eigentlich klassischerweise ganz, ganz wenig mit HR zu tun. Wissensmanagement, wo wir gestartet sind und dann zu Lernorganisationen übergegangen sind, kommt eigentlich viel mehr entweder aus dem Eck IT-Abteilungen oder direkt aus den Fachbereichen. Ne, weil der Ansatz, wie muss ich sinnvoll mit Wissen umgehen, halt in der Forschung und Entwicklung ganz anders ist als in dem Service, ganz anders ist als in dem Rechtsbereich, ne, wo in der Regel die Personalabteilungen überhaupt kein Mandat und keine Finger drin haben. Ne, deswegen fände ich das auch nochmal spannend, weil die Brücke ist ja gerade dieses 70-20-10-Modell, ne, wo man sagt, die L&D-Abteilungen kommen ja eher aus den 10, eher aus dem formalen Lernen und strecken ihre Fühler in die andere Richtung aus. Und dieses 70% Learning through tough jobs, das ist ja quasi so der Arbeitsalltag von Wissensarbeitenden. Ne, und wie müsste da auch eigentlich in Zukunft die Brücke aussehen oder wie kann das zusammenwachsen, dass man einfach sieht, es gibt mehrere Leute, die sich mit dem Thema Lernorganisation beschäftigen müssen und nicht eine Abteilung. Ja, das ist eine Forderung, die wir ja eigentlich schon lange haben und die wir immer auch wieder bei unseren Transformationsprojekten auf den Tisch packen. Nämlich nicht nur IT und nicht nur die HR-Kollegen, sondern auch die interne Kommunikation, die immer auch ganz, ganz viel an der Stelle damit zu tun. Das ist im Übrigen, das finde ich jetzt auch nochmal eine ganz schöne Steilvorlage, glaube ich, auch so ein bisschen der Unterschied, wie wir und wie ihr. An der Stelle muss ich es jetzt wirklich auch mal so trennen, auf das Thema Lernen schaut. Ne? Ich komme aus der Akademie und da sind wir auch bei diesem Thema Lizenzmodell. Für mich hat Lernen immer Geld gekostet. Also für mich war es immer klar, wenn wir IP einkaufen von Leuten, die irgendwelche Lernlösungen entwickeln, dann ist das verbunden mit entsprechenden Royalties. Das kenne ich gar nicht anders. Ob wir das in der Diagnostik haben, ob wir das bei Lernprogrammen haben, bei klassischen, ich sage jetzt mal Belvin-Test, Transaktionsanalyse, was auch immer. Also Lernen kostet immer Geld und wenn man sich was auf den Leib schneidern lässt, dann wird es richtig teuer. Also ich kann mich erinnern, dass wir da bei Siemens sehr viele sechsstellige Summen für 3-tägige Programme ausgegeben haben für bestimmte Zielgruppen. Und ich glaube eben aus dieser IT-Welt ist eigentlich dieses Sharing und deswegen ja natürlich Bryce Williams und Vorgänger schon sehr, sehr viel etablierter. Und das ist aber eine ganz, ganz andere Perspektive, die wir da einnehmen. Du hast Linux genannt. Ich sage mal, für das Linux-Thema gab es ja auch einerseits eine kostenfreie Variante, aber natürlich auch ein großes Betriebssystem, was tatsächlich mit Royalties sozusagen ihre Entwicklungskosten wieder reingeholt haben. Und ich glaube, die beiden Welten muss man auch im Kopf miteinander trennen. Und es ist interessant, der Gedanke, den würde ich gerne noch mit dir teilen. Wir haben das ja im Vorgespräch auch schon gehabt, wir haben zwei Unternehmen, in denen mit uns die PE spricht und sagt, könnt ihr Working Out Loud für uns machen? Und mit dir sprechen die Kollegen aus der IT. Und dann kommt da so ein Missverständnis raus, das wir, glaube ich, an der Stelle auch ganz gut rausräumen können. Das Missverständnis heißt, wenn ich Woll mache,
über Lernos, dann kostet das nichts. Also die IT-Kollegen, die dann sozusagen bei dir aufschlagen, und die PE-Kollegen, die kommen völlig selbstverständlich zu uns und sagen: Mensch, wir haben da was gelesen mit Lizenzgebühren. Sag mal, wie ist denn da der Stand bei so und so vielen Teilnehmern, bei so und so viel Dauer, bei so und so viel Individualisierung? Kannst du uns das mal erklären? Und das ist, glaube ich, auch gerade in den Organisationen so eine Welt, die wir irgendwie zusammenführen müssen, weil tatsächlich, also diese beiden Welten vorher mit ihren jeweiligen Ökosystemen anders getickt haben, als das vielleicht jetzt in einer deutlichen Zusammenwachsen der Disziplinen der Fall ist. Und deswegen werbe ich auch in unserem Dialog immer gerne für dieses Verständnis, auch für die jeweils andere Position, weil ich kenne es aus dem L&D-Umfeld gar nicht anders, und ich merke, dass meine L&D-Kollegen in den Unternehmen es genauso sehen, ne? Für dich ist das völlig glasklar, das kostet Geld. Und Naja, du ne, hast so in und der, ja. ne? In der IT hast du das natürlich genauso. Also wenn du jetzt sagst, du hast eine IT und setzt SAP ein oder du willst irgendwie Microsoft 365 für alle Mitarbeiter lizenzieren, dann musst du natürlich dafür ganz genauso Lizenzgebühr zahlen. Ja, das heißt, alles, ich sag mal, im technischen Bereich patentieren kannst oder was du geheim hältst, ne, wo du sozusagen, keine Ahnung, so Algorithmen oder so, die du halt nicht verrätst, ne, die kannst du halt weiter lizenzieren und verstecken. Wenn jetzt jemand ein Buch schreibt und beschreibt da drin, wie man ein Barcamp macht, dann kannst du diese Idee, wie man Barcamp macht, die kannst du halt niemand mehr lizenzieren. Du kannst vielleicht noch sagen, du lässt dir das Markenrecht Barcamp eintragen, dann darf das keiner Barcamp nennen. Aber dann nennt es halt einer FuCamp und macht es genauso. Und diesen Ablauf, diese Methode, die kriegst du halt nicht geschützt, jetzt ganz praktisch gesehen, ne? Und ich Ja, glaube, da das ist was, gibt's. was so mehr und mehr, wo man merkt, jetzt vielleicht mit so Sachen wie der Wikipedia, ne, so Disruption. Also auf einmal gibt es eine Crowd, die schreibt ein Lexikon zusammen und das passt dem Brockhaus nicht. Oder auch im Bereich jetzt Lernen, Open Educational Resources. Es gibt die ersten Ansätze. Berlin hat, glaube ich, für die 8. Klassen Gymnasium ein Biologiebuch, was als Open Educational Resource draußen ist, was mittlerweile auch freigegeben ist für die Gymnasien, ne? Was natürlich einem Cornelsen Verlag oder wer auch immer diese Biologiebücher sonst verkauft, nicht gefällt. Aber das ist halt ein Teil sozusagen dieser digitalen Wissensgesellschaft, ne? Dass die Grenzkosten für Publikation und Verteilung von Inhalten halt immer weiter runtergehen und es halt schwierig wird, so mit Content-Lizenzierung Geld zu verdienen. So würde ich es Das vielleicht ist formulieren. schwierig, und trotzdem gibt es natürlich ganz, ganz viele Themen, die immer noch nach diesen Regeln gehorchen. Ich denke gerade zum Beispiel, fällt mir gerade wieder ein, der StrengthsFinder von Gallup zum Beispiel als ein, oder das Bremer Inventar oder der Hogan-Test. Das sind selbstverständlich alles intellektuelle Konstrukte, die aber alle selbstverständlich auch eine entsprechende Royalty nach sich ziehen. Also insofern, bestimmte Vorgehensmodelle, also er prüft das Patentamt sehr, sehr genau, kann man sich nicht patentieren, aber bestimmte offenkundig schon, weil in der Welt leben wir tatsächlich hier und heute noch. Und das ist natürlich ein ganz, ganz starker Move hin zur kollektiven Intelligenz. Jetzt hast du gerade Wikipedia genannt, was ein super tolles Beispiel ist, weil es eben zeigt, dass da natürlich ganz viel Produktivität und ganz viel Effizienz und Effektivität daraus entsteht, aus dieser kollektiven Intelligenz. Und trotzdem ist es, und das ist ja auch bei Wikipedia hakelig, ist es mit der Qualitätskontrolle ganz, ganz schwierig, ja, weil letzten Endes brauchst du ganz, ganz starke Mechanismen, die, wenn es dann echt um die Wurst geht, ja, wenn es darum geht, ein Programm in der Organisation zu implementieren, dann ist es eben so, dass einer im Unternehmen nach wie vor irgendwie letzten Endes dafür verantwortlich Klar. zeichnet, dass man eine Expense gemacht hat für ein Thema, das jetzt entweder funktioniert oder nicht funktioniert. Und da, glaube ich, sind die Qualitätsmechanismen hier und heute zumindest bei Dingen, die im Schwarm entstehen, immer noch schwierig. Also das ist zum Beispiel Abs das Schöne an Wollen, ne? Dass es halt durch so viele dann auch wirklich, ich sag mal, professionelle Learning-Expert-Hände geht. Und wirklich in der ganz, ganz ausgeprägten Expertengruppe immer wieder angepasst wird und optimiert wird. Und damit so derjenige, der es dann einsetzt, also ein Stück weit auch sicher gehen kann, Ja. dass Klar, ich meine, da. das ist letztendlich ja, wenn man sagt Wissensgesellschaft, wie definiert man Wissen? Die Philosophie sagt ja gerechtfertigte wahre Meinung, ne? Das ist so alte sokratische Definition.
Und dann ist halt immer die Frage, worüber läuft Rechtfertigung? Ne? Und wenn ich jetzt sage, ich habe Expertentum, wir haben auch heute noch Organisationen, die sagen, wir haben ein Buch, das ist 2000 Jahre alt und das ist für uns die Wahrheit. Und jeder, der dem widerspricht, ist ein Ketzer sozusagen. Ne? Also wo man sagt, ich sichere das einfach ab durch einen kleinen Kreis. Und ich glaube schon, dass die Erfolgsgeschichte der Wikipedia so ein bisschen zeigt, dass es je komplexer die Welt ist und je verteilter das Wissen ist, schwieriger wird so die eine Wahrheit für alle zu finden. Und wenn, so ähnlich wie wenn man ein Buch liest, ich kaufe mir ganz viele Bücher, lese die durch. Ich sage selten, das ist jetzt genau das, was ich brauche und genauso setze ich es um, wie da drin steht, ne? Sondern ich greife mir halt ein Fragment raus und sage, das ist eine gute Klar. Idee, die fehlt mir in meinem Weltbild noch. Ne? Und das finde ich halt bei so Projekten wie Open Source Projekten oder Wikipedia oder eben auch LernOS spannend, dass man nicht sagt, hier ist jetzt die Wahrheit, nutzt die so, wie sie ist, ne? Sondern jeder kann sagen, hier ist eine nette Idee, vielleicht auch nur eine nette Grafik. Dadurch, dass die Grafik unter offener Quelle da ist, kann die jeder nehmen und sagen, die zwei Worte gefallen mir nicht oder die Farbe gefällt mir nicht und ich ändere die ab für mich. Ne? Und ich kann es trotzdem nutzen und prall nicht daran ab. Das finde ich halt das Spannende an dieser ganzen Open Source und Wissensteilungswelt. Ich glaube, die Diskussion jetzt auch zwischen uns zeigt eigentlich vor allen Dingen, dass wir tatsächlich auch in der Welt des Übergangs halt stehen, wo momentan alles seinen Platz hat und alles gut funktioniert und manches sich eben auch noch finden muss. Und ja, dass ein Lernos, das Aspekte von Woll umgesetzt hat oder proklamiert, aber neben dem Woll auch existieren kann, ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, dass unterschiedliche Teilgeber, Teilnehmer, TeilhaberInnen da draußen eben unterschiedliche Schwerpunkte auch setzen. Also kann man sich auch nur freuen, dass an der Stelle auch Vielfalt herrscht. Also ich Ja. denke auch, ich gehe mal gerade so die Fragen, ne, weil wir so langsam auf die Zielgerade einbiegen, die Gerne, Fragen aus dem gerne. Chat ein. Ne. Die Sabine hatte gefragt, wo seht ihr beide noch ein Problem der beiden Ansätze nebeneinander? Ne, ich meine, man hat immer wieder diese Verwechslungsgeschichte. Ich hoffe, das wird jetzt mit der Umbenennung der Lernpfade besser, ne, dass das einfach klarer getrennt ist. Aber ansonsten sehe ich das Problem genauso wenig wie bei Barcamps und Open Space, wo man auch öfter mal die Diskussion hat, ist das nicht eigentlich das Gleiche? Und beide Communities lernen da aber voneinander und es gibt ja auch noch Ja. viele weiteren. Also so richtig großes Problem sehe ich da nicht im Moment. Weiß ich, ob du das anders Nö. siehst. Ich sehe kein Problem. Ich glaube, dass Klarheit herrschen muss, dass Lernos auf einer anderen Ebene anfängt. Also die Schwelle ist einfach meiner Meinung nach höher, um das Thema zu spielen, um umzugehen mit dem, was im Thema drin ist. Es erfordert einen gewissen Reifegrad in der Organisation oder innerhalb der Leute, die es in der Organisation machen, während Working Out Loud halt wirklich ganz, ganz vorne und am Anfang ansetzt, in der traditionellen Unternehmenskultur. Da kann jeder mit, da kann jeder mit, weil jeder mit genommen wird. Ich weiß, diese Formulierung ist sehr verbrämt. Ich habe sie jetzt trotzdem ganz bewusst genutzt. Jeder ist eingeladen und jeder, egal aus welcher Ecke und aus welcher Ebene er kommt, kann loslegen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen den beiden Themen. Ich glaube, man macht man Working Out Loud, um zu verstehen, wie soziales Lernen funktioniert. Um es richtig gut und sattelfest zu verankern, um das Thema soziales Lernen nicht zu verbrennen. Und das ist, glaube ich, eine gute Basis, um dann in den Lernos reinzugehen und andere Aspekte von sozialem Lernen dann da gerne drauf aufzusatteln. Weil, ne, wie blogge ich, wie stelle ich mich wirklich da im Netz, in der Tiefe und so weiter und so fort. Also kommunikationsstrategische Fragestellungen und so weiter, wie du es vorher auch schon ein bisschen skizziert hast, so weit geht Working Out Loud nicht. Da geht es eigentlich wirklich erstmal darum, Ja, wirklich genau. den großen Zeh ins Meer zu stecken und zu sagen, okay, Wassertemperatur kenne ich, weiß ich, wie es geht. Und das hilft eben sehr, sehr vielen Leuten. Das ist auch was, was wir merken. Es kommen ja viele Leute, die über Working Out Loud Circle dann mit LernOS in Berührung kommen und dann sagen, aha, da gibt es noch zwei andere Lernpfade, dann probiere ich mal die aus. Ne? Oder Ganz umgekehrt genau. auch jemand, der reinkommt und noch nie einen Woll Circle vorher gemacht hat, auch erstmal sich da überhaupt reinfinden muss, wie funktioniert das überhaupt. Ne? Und das ist Ganz sicher genau.
komplexer ist, als es im Wohnen Ganz genau. ist. Und da vielleicht der Gedanke, vielleicht der Satz sei mir noch erlaubt, also eben nicht dieser Irrglaube, ach, gucke mal, da gibt es ein Woll, das kostet Geld, das kostet Lizenz und dann gibt es ein Lernerswoll, das kostet kein Geld, deswegen machen wir das. Also das ist tatsächlich, das führt wirklich auf den Holzweg und das ist ein Ja. Experiment, wo man in der Organisation das Thema soziales Lernen echt nicht verbrennen sollte. Weil wenn man die Leute verliert für das Thema, ist es echt super schade. Als letzte Frage, der Olli hat noch gefragt im Chat, Sabine, gibt es irgendwas, Moment, wer hat das geschrieben, gibt es zu der sozialen Isolation irgendwas Konsolidiertes, also irgendwelche Konzepte oder Inhalte, also Quellen, die man nennen könnte? Ja, wir erarbeiten das regelmäßig auch mit unseren Leuten. Ich habe aber eine sehr, sehr schöne Übersichtsfolie, wo ich mal die verschiedenen Isolationsarten mal aufgedröselt habe, wo sie herkommen und wo wir dann auch punktuell Lösungen dafür gefunden haben. Das ist ein sehr, sehr schönes Modul. Das heißt bei uns Connected Leadership. Und eines der Connected Leadership Module, nämlich da, wo es um Teamführung geht, da befassen wir uns sehr, sehr intensiv damit, diese unterschiedlichen Arten von Isolation aufzulösen. Und weil ich ja auch Open Source bin, sag mir einfach, wo ich es hinschicken soll, Simon, und du kannst es Schick mir den Link, verteilen. dann packe ich es in die Shownotes für den Podcast. Dann tun wir einfach das Wunderbar. in die Beschreibung mit dazu. So machen Genau. wir das. Sehr schön, dann halten wir dich nicht länger vom Grillen, glaube ich, ab. Vielen Danke. Dank für deine Zeit. Ich kann Sehr mir gerne. vorstellen, vielleicht gibt es irgendwann einen Teil 3, ohne dass wir es Ja. versprechen. Und vielleicht als letzte Frage von mir noch: Wallcamp ist angekündigt von Herbst. Ist es mit Wallcamp ist Datum? angekündigt um den 7., 8. Oktober rum. Wir sind gerade noch am Zirkeln, ob 1 oder 2 Tage ist, entweder nur 7. oder wieder dieses Überschwappen auf den 8. Also definitiv bitte Termin frei halten. Wir machen es auch dieses Jahr wieder virtuell und nächstes Jahr trauen wir uns vielleicht auch wieder mal in die großen Umarmungsorgien zurück. Aber dieses Jahr wollen wir nochmal auf Nummer sicher gehen. So ging es uns dieses Jahr auch. Ich sehe viele Daumen hoch und Herzen aus dem Chat fliegen. Vielen Dank dir und schönen Abend euch und bis zum Euch nächsten auch, Mal. danke. Tschüss. Ciao. So, ja, also jetzt bin ich hier alleine noch. Vielleicht noch ganz kurz, wie geht es weiter? 2045 haben wir jetzt noch die Tour durch unsere Mindtest-Welt. Ich bin ganz gespannt, was da zusammengekommen ist. Das wird auch wieder hier im Livestream sein. Am Ende von dem Livestream wird dann der Enno Bunger hier dazukommen, so ungefähr 21:05, 21:10, je nachdem, wie lange wir da brauchen, durchzulaufen. Und danach geht es dann in das Konzert und auf die Insel und später noch zu dem Montagsmahl an. Viel Spaß euch und bis in, Moment, wo ist die Uhr? 25 Minuten hier auf der Bühne.